Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines Mini-News-Update hier für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video! Ich möchte jetzt hier auch gar nicht um den heißen Brei herumreden. Ich werde euch jetzt einfach mal die Informationen kompakt zusammentragen, die mir hier vorliegen. Das National Bureau of Thailand berichtet: 382 neu gemeldete Fälle von Covid-19 in mehreren Provinzen bereits ausgebreitet, wie zum Beispiel ein Fall in Ayutthaya, Nakhon Pathom oder Samut Prakan. Des Weiteren berichtet der Phalang.com: Covid-19, Bangkok erlässt 10 Beschränkungen. Und da trage ich euch jetzt einfach mal zwei, drei von vor. Wie zum Beispiel Vergnügungsstätten, Restaurants, Hotels, Einkaufszentren sowie Pubs und Karaoke-Bars müssen ihre Kunden streng kontrollieren, sicherstellen, dass Masken getragen werden, Tische getrennt stehen, Kunden nicht tanzen und die Bereiche regelmäßig gemäß den Richtlinien des Gesundheitsministeriums gereinigt werden. Des Weiteren, alle Schulen und Vorschulen in Gebieten nahe Samut Sakhon werden für 14 Tage, 21. Dezember bis 4. Januar geschlossen. Der Unterricht findet online statt. Alle Wanderarbeiter auf Baustellen werden auf Covid-19 untersucht. Für das Neujahrsfest sind keine Versammlungen erlaubt. Wenn Veranstaltungen abgehalten werden sollen, müssen die Organisatoren einen Plan zur Seuchenbekämpfung einreichen, um eine Genehmigung von der städtischen Gesundheitsbehörde zu erhalten. Jeder Bürger ist verpflichtet, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen und für seine Bewegungen die Thai-China-App zu benutzen, damit es für die Gesundheitsbehörden einfacher wird, Infektionen zu verfolgen. Ja, den Link zum Artikel packe ich euch, wie gesagt, unten in die Beschreibung rein und dann könnt ihr euch diese 10 Punkte auch nochmal in Ruhe durchlesen. Auch berichtet der Phalang.com: Bang Sen sagt Countdown ab. Bang Sen, die Gemeinde Sen Suk in Bang Sen, nahe der Provinzhauptstadt Chonburi, hat wegen Covid-19 den Countdown abgesagt. Geplant waren Konzerte, verschiedene Aktivitäten und ein Feuerwerk zum neuen Jahr. Touristen und Einheimische können zu Silvester wie gewohnt an den Strand fahren und sich dort entspannen, heißt es weiter in einer Erklärung der Gemeindeverwaltung. Jeder muss einen Nasen-Mundschutz tragen, sich regelmäßig die Hände waschen und sich strikt an die soziale Distanzierung halten. Währenddessen, auch vom Phalang.com: Pattaya sagt Countdown nicht ab. Pattaya, der Bürgermeister, ist Berichten in den sozialen Medien entgegengetreten, die Stadt habe die Veranstaltungen zu Silvester und Neujahr wegen des neuerlichen Covid-Ausbruchs abgesagt. Siamchon News zitierte auf Facebook den Bürgermeister, dass es keine Pläne gebe, die Veranstaltungen im Hafen Bali Hai und auf der Pattaya vorgelagerten Insel Koh Lan abzusagen. Abgesagt haben den Countdown der Badeort Bang Sen bei Chonburi und die Stadt Bangkok. Ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Ciao, ciao.